Bei meiner ersten Rallye Dakar war ich so langsam, dass ich jede Nacht durchfahren musste. Die Wüste ist sehr dunkel und da kann man dann nachts gar nichts sehen. Also habe ich mich an Nachzügler dran gehängt, an Autos, damit man praktisch die Rücklichter als Orientierung benutzen kann. Nachts, einfach quer durch die Wüste, das ist schon ein bisschen verrückt. Aber manchmal juckt es mich schon noch so ein bisschen in den Fingern. Hätte es in meiner aktiven Zeit schon so ein tolles Fernlicht gegeben, dann hätten wir das sofort in unser Rennauto eingebaut. Mein Name ist Jutta Kleinschmidt und ich bin Gewinnerin der Rallye Dakar.